Na, wollt ihr mir wieder bei der Arbeit zuschauen und dabei selber auf der faulen Haut liegen? Das geht völlig in Ordnung, Leute. Ist schon okay. Ich bin der Vorbote und freue mich, dass ihr dabei seid. Hier bei Planet Zoo. Was machen wir heute? Keine Ahnung. Lass uns mal ein bisschen rumwursteln. Ihr seht ja schon, ich bin fleißig dabei. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. So, was soll das denn werden? Ja, erstmal eine vernünftige Begrüßung. Hey ho, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich baue hier ja eine Art Überdachung, habe mich gerade mal wieder durch diese ganzen Dekorationen gewühlt und mal geschaut, was ist denn da Schönes dabei. Und siehe da, vielleicht kann man hiermit irgendwie so eine Art Überdachung herstellen. Schauen wir nun mal, wie man das günstig machen kann. Ja, das wird nicht so ganz mittig, das muss es aber eventuell auch nicht. Ich werde es jetzt einfach mal so weitermachen, denn dieser Gang hier nach oben in den Afrika-Bereich, der soll ja so nicht bleiben. Er soll noch ein bisschen schöner werden. Naja, muss man viel ausprobieren. Wir werden allerdings heute nicht nur ausprobieren, sondern auch noch ein paar handfeste Dinge erledigen, hoffentlich. Ich sag's mal einfach so, ja, hier im Afrika-Bereich, wo wir auch schon beim letzten Mal losgelegt haben, am Löwengehege. Ja, und das seht ihr da unten schon, dass ich ein bisschen am Gelände gearbeitet habe. Mach das jetzt hier nochmal eben fertig. Und zwar so, oder? Das klappt da sogar ausgezeichnet, dass ich hier diese ganze Geschichte mal kopiert habe auf die andere Seite. Verschieben wir noch ein wenig, ja, nach rechts. So. Ja. Na, das kann auch ein bisschen hier hingeschoben. Warum ist denn das hier vorne so komisch schief? Und das hat sich irgendwie im Laufe der Zeit verschoben. Ja, okay. Klar, weil ich das jetzt gespiegelt habe. Aber das lässt sich ja schnell wieder anpassen. Ich werde mal eben abhaken und dann werden wir mal uns das anschauen. Ja klar, da müssen noch ein bisschen so Balken drunter. Und vielleicht oben noch in der Mitte was. Und hier in diesen Zwischenräumen. Und dann machen wir da noch ein paar Pflanzen und Ranken drauf. Und dann ist das schon sehr schön. Innen vielleicht ein paar Lampen rein. Und dann ist dieser Aufgang ja doch schon mal ganz nett geworden. Im Afrika-Look. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe halt diese, wie heißen sie denn? Stockbodenteile entdeckt. Und ich denke, das ist auch ein schönes Detail, wenn wir jetzt unsere Wege umsäumen mit diesen Stockböden. Das habe ich hier schon mal so ein bisschen angefangen. Ich fange gerne mal so Sachen an, einfach damit ich sie nicht vergesse oder damit ich es mir einfach ja später nochmal anschauen kann, bevor ich dann ganz viel Arbeit investiere, das überall hinklatsche. Weiter kann ich eh noch nicht, weil hier noch nicht so richtig klar ist, was ich aus diesem Platz machen werde. Den haben wir ja beim letzten Mal gebaut. Der ist ja sehr schön geworden. Ich muss den hier an der Ecke auch wieder etwas abreißen, um dieses Gebilde hier hinzusetzen, dieser neue Weg. Und zwar wollte ich im Afrika-Bereich ja Holz, mit diesen Holzwegen oder Stegen, kann man eher sagen, viel machen. Da hinten habe ich das ja schon mal angedeutet. Und warum nicht auch am Löwengehege? Auch so mit diesem Rundweg hier, dann könnte man hier in diese andere Gegend auch noch reinschauen. Da könnte man auch noch ein Gehege hinbauen. So, und das wird schon ziemlich gewaltig. Es kommt ein Gehege nach dem anderen dazu. So viel hatte ich gar nicht geplant. Eigentlich sollte hier ja schon diese Safari anfangen. Na, gucken wir mal. Da sind wir eh noch nicht. Was mache ich mir so Sorgen? Das ist das Löwengehege. Da haben wir die Stallung gebaut beim letzten Mal. Gefällt mir nach wie vor noch ganz gut. Und jetzt bin ich hier natürlich dabei, das Gelände etwas zu gestalten. Wie ihr schon seht, das soll noch ein bisschen spannender sein. Nicht so auf flachem Boden. Vor allem hier hinten gehen wir mal eben in das Gelände. Kling, klang, blom, blom. Hier möchte ich gerne mal gucken, wie es am besten geht. Ja, im Hintergrund einfach so eine Art Gebirge aufbauen. Jetzt nicht so super gewaltig. Aber schon, dass das ein bisschen interessant aussieht. Keine Angst, ich werde jetzt nicht den Kilimandscharo hinbauen. Den großen Berg. Ist der höchste Berg Afrikas, der Kilimandscharo, und steht in Kenia. Ne? Kennen auch Leute, die waren da schon mal da hochgegangen, ja. Manche haben es geschafft und manche nicht, weil das ist ziemlich hoch und ja, Sauerstoffgehalt ist dann
nicht mehr so gut und man kriegt dann schon mal Probleme, Kopfschmerzen und so, also Höhenkrankheit nennt sich das ja. Und da darf man sowieso nicht alleine hochgehen auf so einen Berg. Man kann da wohl einfach zu Fuß hochgehen. Man muss da nicht klettern, wie auf dem Mount Everest. Aber man kann einfach hochgehen, hochwandern. Aber das sollte man auf gar keinen Fall alleine tun, ne? Wenn ihr da mal hinkommt, na, zum Kilimanjaro, dann wisst ihr das allerdings auch selber. Dann seid ihr auch informiert und wisst, was da abgeht. Wie können wir diesen Berg jetzt mal ein bisschen netter machen, aufrauen, versuchen mal irgendwie etwas zerklüften. Hinterher legen wir da noch richtige Brocken rein. Ach, guck mal, das ist aber schon schön. Das ist ja schon schön, ne? Wenn wir jetzt hier noch so ein Akazie hinstellen, das sieht ja ganz nett aus. Vielleicht hier dieses Tal noch etwas auffüllen. Ja, und ich wurde auch in den Kommentaren von euch häufig mal auf ja, Dinge hingewiesen. Zum Beispiel hier mit den Stallungen, dass ich da immer diese Gebäude nehme, die da vorgesehen sind. Ja, ne, muss man nicht machen, stimmt. Ich habe es ein bisschen um das auszumessen und aus Gewohnheit gemacht. Es ist ja im Grunde egal. Ich habe es ja auch versteckt. Also manche sagen, es wäre hässlich, diese normalen Stallungen sind hässlich. Ja, deswegen habe ich sie ja auch, das zumindest habe ich erkannt, ne? Und habe da wenigstens ein schönes Gebäude so in meinem Afrika-Look da hingebaut. Ich weiß gar nicht. Können wir ja nochmal kurz gucken. Ganz schön geworden so. Relativ schlicht, allerdings schön in dem Stil und irgendwie, ja, versuche ich das dann mal ganz originell noch auf meine Art hinzubekommen. Ich hoffe, ihr seid da zufrieden mit mir. Ja, und dann waren noch andere Wünsche von wegen häufiger auch mal im Zoo spielen, also den Zoo mal laufen lassen. Und das mache ich eigentlich immer zwischendurch mal ein bisschen, ne? Ist halt ein Sandbox-Spiel, Kinders, und es geht mir hauptsächlich so ein bisschen ums Bauen. Und viele Sachen im Grunde, ja, der Zoo läuft gut, das kann ich schon mal sagen. Also was ihr jetzt seht, das ist eigentlich ein Kinkerlitzchen, ne? Das sind keine großen Störungen. Das können wir schnell hinbekommen. Aber wenn ich mich einmal so ans Bauen fixiere oder auch eine schöne Idee habe, dann möchte ich die lieber direkt umsetzen. Und das ist eben das unglaublich zeitaufwendig, ne? Also wir werden aber auch mit Sicherheit, wir machen es zwischendurch ja immer, aber wir werden bestimmt auch nochmal den Zoo genießen. Vielleicht mache ich hier auch mal so eine reine Entspannungsfolge. Vielleicht nur mit der Hintergrundmusik und ein paar Impressionen aus dem Zoo. Mache ich mit anderen Spielen ja auch ganz gerne mal. Jurassic World Evolution und so, da gibt es alles auch so kleine Atmo-Filme, die ich ganz gerne mal mache. Das macht auch Spaß, so zu produzieren. Das ist mal was anderes. Ja, was mache ich hier? Das klappt gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle. Klar, hier, das soll ein See werden. Habt ihr schon selber erkannt, ne? Ja, ich bin stolz auf euch. Ja, aber hier, das soll die Wasserstelle werden. Das soll allerdings ein bisschen weniger Wasser drin haben. Da muss man nochmal ein bisschen dran arbeiten. So vielleicht. Und dann würde ich gerne versuchen, hier so einen kleinen Bachlauf zu erstellen. Und zwar auch mit vielen dieser Effekte, die wir hier haben. Spezialeffekte Wasser. Da müssen wir den Filter ausschalten. So. Wasserfall, Mitte, Wasserfall, Spezialeffekt, 10 Meter, einen halben Meter. Was ist denn das? Das müssen wir lieber so mal angucken. Und das Spiel muss dann auch laufen, sonst sieht man die Animation nicht. Ups, da hatte ich auch gerade mal einen ziemlichen Lag. Irgendwie hat sich das Spiel etwas aufgehängt, dann wieder gefangen. Keine Ahnung, woran es lag. Gut, diese Teile brauchen wir jetzt hier nicht. Aber das braucht man auch gar nicht hinbauen, das Teil. Stelle ich gerade fest. Sondern wir können uns das auch so schon angucken. Seht ihr, aber da können wir so sprudelndes Wasser so machen an kleinen, an so Steinen, die ich da hinlege. Oder hier. Oh, das war schön. Das sieht ja schön aus. Moment, das kann man nur schlecht jetzt erkennen, wie man das am besten macht. Und dass das auch so unheimlich sprudelt, ist jetzt gerade nicht so angesagt. Aber hier kann man schon erkennen. Ich habe mit diesen Sachen noch nicht gearbeitet. Ich habe schon gesehen, dass Leute da schöne Sachen mitmachen. Deswegen bin ich auch auf den Geschmack gekommen. Aber Übung habe ich darin jetzt noch nicht.
Ich glaube, es ist am besten, wenn wir das schon schaffen, hier das echte Wasser erstmal reinzutun in diesen Bachlauf. Und das sind so Spritze, Wasserfälle, Quatsch, Springbrunnen. So, und dann darauf dann eben noch Steine legen und anhand der Steine versuchen, das zu positionieren. Aber ich mache das jetzt mal andersrum, wie ich gerade gesagt habe. So ist das bei mir und ich erkläre euch groß und breit, wie wir das jetzt so machen. Oder mache ich es einfach mal mit einem Wimpernschlag. Völlig anders. Ja, das ist ja jetzt die richtige Höhe hier. Das kann man doch jetzt schön machen. Nehmen wir mal ein bisschen Felsenboden. Für den Backlauf. Aber dann hier auch direkt wieder Gras. Wobei, hier Vorsicht, ne? Müssen wir gucken hinterher, was die Löwen überhaupt wollen. Ich denke mal schon, die wollen viel Gras haben, oder? Ich habe noch nicht nachgeguckt. Das kriegen wir aber schon hin. Aber so sieht es schön aus. Kann man besser erkennen, dass da ein Flusslauf ist oder ein Bachlauf. So, jetzt müssen da kleine Steine rein. Nehmen wir die Graslandschaft. Oh, das ist wahrscheinlich ein Wolf, der jetzt gestorben ist. Lass mal gucken. Tatsächlich, ja. Aber seht ihr, so müssen wir jetzt doch mal ein bisschen nachschauen. Ja, ist ja schade. Der Tierarzt rufen, der holt das dann ab. Das war klar. Ich habe vor der Folge mal kurz so hier in die Statistik reingeguckt oder in unsere Liste der Tiere. Und da habe ich schon gesehen, dass die Wölfe teilweise sehr alt sind. Allerdings ist das Rudel auch schon ganz groß geworden. Doch nicht. Das sind 4 Tiere. Das geht ja im Grunde noch für so ein Wolfsrudel. Aber seht ihr, da ist noch so ein Tierchen, ne? Das wird bald den Löffel abgeben, ne? Und ansonsten haben wir hier ein paar Tiere, denen es nicht so besonders gut geht. Dem Gabelbock. Ist auch schon sehr alt. Ne? Und diesem Gabelbock, ich weiß auch nicht, ob die sich nicht vertragen oder so. Eigentlich sind da nicht so viele Tiere oder so. Das könnte doch sein. Das könnte doch sein, was am Platz liegt. Allerdings, ja, die teilen sich ja das Gehege mit dem amerikanischen Bison. Hier haben wir auch ein bisschen Unzufriedenheit am Start. Das war vorhin noch nicht so. Gut, dann müssen wir da mal schauen. Ne? Ich denke mal, es ist vielleicht Platz. Und auch die Schildkröten. Ich glaube, die jungen Schildkröten sollten wir vielleicht mal verkaufen. Das geht natürlich noch nicht, weil die noch nicht erwachsen sind. Das ist natürlich schade. Ja, dann lassen wir das erstmal noch. Komm, denen geht es gut genug. Lebensqualität. Was ist denn jetzt genau? Es gibt viel zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Ach so, ja gut. Hier sind sie übrigens auch, ne? Die kleinen süßen Schildkröten. Und keine Beschäftigung. Ach ja, hier müssen wir vielleicht mal ein bisschen wieder was auffüllen. Rufen wir mal den Tierpfleger und dann machen wir hier mal... ist unterwegs, der sollte das dann auffüllen. Das ist doch irgendwie was zum Spielen. Dann haben wir hier noch so ein Wasserspiel. Eigentlich ist doch da so richtig schön. Ein Ball haben sie auch. Obwohl ich jetzt nicht sicher bin, ob Schildkröten gerne mit Bällen spielen. Können die das erkennen als nettes, lustiges Objekt? Keine Ahnung. Oh, was ist denn passiert? Ich habe aus Versehen hier mein Spiel beschleunigt. Wunderbar. Oh, wie lecker. Guck mal, hier eine Zucchini und Melonen. Da würde ich aber auch ganz gerne mal von naschen. Was ist das da hier oben? Was soll das sein? Frucht, irgendwie Fruchtfleisch vom Apfel oder so. Herrlich. Ach ja, und das ist der andere Wolf, der alte. Ne? Den müssen wir jetzt auch mal holen. Ja, der soll da jetzt nicht rumliegen und anfangen möglicherweise noch rumzumüffeln. Das ist nicht schön. Tiere kämpfen wegen inkorrektem Geschlechterverhältnis beim Gabelbock. Deswegen sind die auch unzufrieden. Ne? Inkorrektes Geschlechterverhältnis, das bedeutet meistens, so gut wie immer, dass wir zu viele Männchen haben. Und wir können ja mal schauen. Das ist zum Beispiel ein Männchen. Und er ist auch schon ein alter Knacker. Ja, vielleicht können wir die mal irgendwie loswerden. Und das ist noch ein jüngeres Tier. Ernährungszustand. Massiv beeinträchtigt. Oh ja, Kinders, das fällt mir gerade noch ein. Ganz wichtig. Ach, guck mal, jetzt hauen sie da wieder rein, ne? Komm, wir lassen ja mal ihren Spaß. Plack! Ja, hier gibt's Action in meinem Zoo. So,
Solange die sich jetzt nicht groß verletzen. Wir haben bei denen ja schon mal festgestellt, dass sie teilweise sehr zerkratzt sind und so. Die armen Tiere. Ja, aber das ist, ich dachte, ich hätte das Problem beseitigt, aber wir haben das Problem immer noch mit diesem furchtbaren Tümpel hier. Große Frage. Wo machen wir denn hier mal einen Filter hin? Ich dachte an diese Ecke. Schauen wir mal eben nach, wo wir hier die Filter haben. Das ist hier vorne Betriebsmittel und dann haben wir hier die Wasseraufbereitung. Und wenn wir die jetzt hier vielleicht an die Gruppe heften und den Weg nach innen, na, ich will dann die innen nicht schon wieder, obwohl das scheint ganz gut zu klappen, sehe ich gerade. Versuche ich es mal wirklich. Und dass wir hier mal eben die Wände entfernen, müssen wir halt mal wieder etwas hier rumfummeln. Ach, guck mal, das ist ja ganz gut. Die laufen da jetzt zwar durch die Blumen, aber da können wir ja auch noch mal ein bisschen dran arbeiten. Wurde ich wieder ausgetrickst. Die Blumen sind nämlich nicht in der Gruppe. Problem ist, ich möchte das schon gerne stehen lassen im Grunde. Der mit dem Baum da und so. Ich glaube, das stört mich jetzt nicht so weiter. Ich möchte auf gar keinen Fall hier wieder anfangen, an den Wegen rumzuschustern. Guck auch hier mal eben, ob alles in Ordnung geblieben ist. Ich habe da so viel Angst vor den Wegen. Nein, Spaß. Hier machen wir auf jeden Fall wieder eine Wand rein. Oder besser gesagt, eine Tür, damit die Mitarbeiter da ran können. Ich hoffe mal, das reicht jetzt, damit die Leute sich nicht gestört fühlen. Ich habe relativ viele Beschwerden, dass die Leute ja auf die Mitarbeitergebäude schauen und da keinen Bock drauf haben. Das verstehe ich im Grunde nicht wirklich, weil wir das doch wirklich von Anfang an sehr gut versteckt haben. Wir haben doch wirklich ihren abgetrennten Bereich, die Mitarbeiter, wo sie hinten um den Zoo außenrum praktisch immer laufen. Eigentlich nur wenig hier durch müssen, ja vor allem die Gebäude sind halt gut versteckt. Dass sie hier durchlaufen müssen, das stört die Leute, glaube ich, nicht. Aber hier die Gebäude sind doch wirklich gut versteckt und alle auch eingebaut in Wände. Von wegen, also das finde ich schon so ein bisschen komisch, dass sich die Leute doch relativ viel beschweren. Aber letztendlich schadet es dem Zoo nicht wirklich. Läuft ganz gut. So, dann haben wir hier noch ein paar Fehlermeldungen wegen meiner Außengebäude. Die stehen ja hier nur, damit ich sie kopieren kann. Und ich habe die Ticketpreise inzwischen erhöht. Und die Leute denken immer noch, es ist zu günstig. Da kann ich ihnen auch nicht helfen. Ne? Okay, aber das sind die Gebäude, die hier in Grünen, draußen im Grünen stehen, damit ich die kopieren kann, wenn ich es nochmal brauche. Und das Problem mit den toten Tieren hat sich wohl jetzt inzwischen auch gelöst. Müssen wir nur mal schauen, dass sich vielleicht die Wölfe wieder vermehren. Ja, und während ich jetzt hier versuche, den Bachlauf mit Steinen glaubwürdig zu verkleiden, da muss man ja darauf achten, das Wasser bricht sich natürlich da, wo es auf Steine stößt. Und wir haben nur relativ große Brocken hier im Repertoire. Und vielleicht so, das sieht doch ganz cool aus. Man muss das halt wirklich sehr viel in der Erde versenken. Das ist der ganze Trick dabei. Ja, und dann einfach ausprobieren. Stundenlang, wenn es sein muss. Aber ich glaube, es wird sehr schön aussehen. Dann machen wir noch ein bisschen Pflanzen ringsherum. Auch hier müssen wir noch ein paar Steine hinlegen. Sowas in der Art. So, ja, genau. Und den oberen Bereich, den muss ich natürlich noch etwas terraformen. Und nochmal schauen, dass das hier auf einer Höhe ist. Ist noch ein bisschen zu niedrig. Okay. Ja, aber leider gibt es auch eine ganz traurige Mitteilung. Unser erster Grizzlybär, der Symington. Ja, er ist leider auch schon gestorben. War auch abzusehen. War ein ganz alter Bär, ne? Ja. Und jetzt ist nur seine Partnerin hier ganz alleine. Die wird wahrscheinlich auch dann nicht mehr so lange leben. Ja, wo ist sie denn hin? Hallo? Oh, wir hatten einen Inspektor im Zoo. Du liebe Zeit. Okay. Inspektionsbericht. Sauberkeit ist sehr gut. Bildung, ja, ist noch so, lässt zu wünschen übrig. Ich weiß. Ich habe noch nicht überall
so Schilder hingestellt und wenn, dann habe ich vergessen, die einzuschalten und so. Ah, ganz furchtbar mit mir. Ein V, ja, wie, ne? Aber Gehege 8, was ist ein Gehege 8? Wieso hat das keinen Namen? Hat auf jeden Fall 5 Sterne. Na super, Flamingos. Die könnten auch wieder ein bisschen Pflege gebrauchen. Und dann Leistenkrokodil kommt gut an. Ah, da haben wir doch so viel dran gearbeitet in letzter Zeit. Wunderbar. Und Gehege 5, keine Ahnung, was Gehege 5 ist. Aber wir haben 4 Sterne von 5. Ich finde, das ist jetzt nicht so schlecht, ne? Ach, und die Bärendame ist doch nicht ganz so allein. Die hat ja nur ihr Kleines dabei. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir wieder Nachwuchs haben. Ah, was ist jetzt los? Hallo? Hey, wo willst du hin? Das ist ja klasse, ne? Das haben wir noch nicht gefilmt. Das ist super. Das habe ich schon mal gesehen. Aber ich habe es noch nie gefilmt. Wie die hier hochklettern. Jetzt stehst du da auf dem Ast, ne? Und jetzt kommst du nicht mehr runter. Und jetzt musst du die Feuerwehr rufen. Ja, ist auch immer so. Hauptsache, der kann jetzt hier nicht so rüberspringen. Nee, kann er nicht. Das ist ja irre. Und das Bärchen da unten möchte jetzt auch hoch. Hey, für dich ist das noch nichts. Bleib du mal unten. Mit allen vier, mit beiden Beinen, wollte ich schon sagen. Mit 4 Beinen auf dem Boden. Wobei, Bären können sich ja auch auf die Hinterbeine stellen. Ja, was machst du denn da jetzt oben, hä? Ist da wenigstens irgendwie so ein Bienenstock oder was? Nix, ne? Na, hast ja wahrscheinlich gedacht, ja, wenn ich unten rumstehen kann, dann kann ich auch oben rumstehen. Keine Ahnung, was so ein Bär sich denkt. Jedenfalls ist das sehr schön. Ja, und jedenfalls hoffe ich, ihr hattet auch viel Spaß. Ja, guck mal, geht wieder runter. Geht wieder runter. Viel Spaß bei dieser Folge. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann haut bitte auf den Like-Button und lasst ein Abo da, solche Sachen. Eine Kleine freut sich. Mama ist wieder unten. Wo warst du denn? Ja, komm. Bevor ich jetzt hier noch länger Tiergespräche führe, machen wir mal Feierabend und machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann. Leute, bleibt sauber. Habt noch viel Spaß und lasst euch auch von kletternden Bären keine Angst einjagen.